zu wieder Factorio und ja, hier ist steht obsolet und kann nicht erstellt werden, ne? Das sind die ganzen Teile und da muss ich den ja recht geben, denn in diesem Dings, in diesen Release Notes steht es drin, dass sich der Prototyp geändert hat und zwar von dekorativ zu optimierter dekorativ und das kann ich zumachen. Das habe ich jetzt bei mir geändert. Hier optimierte dekorativ und ich habe auch den Render-Layer von Floor auf dekorativ gesetzt, so wie das eben hier auch ist. Muss man noch ein Stück höher gehen mal. Optimized Render Layer steht jetzt hier keiner, den habe ich von hier oben genommen. Hier Render Layer Objekt, das können wir jetzt alles noch durchprobieren, weil ich habe jetzt den Render Layer von hier genommen, dekorativ. Und naja, das müssen wir durchprobieren, denn wie üblich funktioniert das nicht. Und so ist das hier in der Modding-Sache. Es ist eher permanentes Trial and Error. So. Und deshalb werden wir das jetzt einfach noch ein wenig probieren, bis ich davon genug habe natürlich. Und dann kommen wir zu den Änderungen, die hoffentlich funktionieren. So, Neustart. Jetzt ist das Basement 5x5C nicht mehr vorhanden, also das ist nicht das A, sondern B und C, das ist das. Ja, man muss dazu sagen, dass die Fehlermeldungen absolut zufällig sind von Factorio. Also man, das geht nie von oben nach unten oder so, sondern die Fehlermeldungen sind rein zufällig, was gerade dran ist mit Laden. Das kann hier unten sein, das kann weiter oben sein. Und das kann auch von, seht ihr hier, egal, ich habe nichts gemacht, kommt eine andere Fehlermeldung oder ein anderes Sache. Und wenn ich das jetzt wieder starte, kommt vielleicht wieder eine andere, ja, jetzt kommt wieder B. Also das ist überhaupt sehr hilfreich, um das mal so zu sagen. Naja, hatte ich vielleicht vergessen zu speichern, kann ich mir nicht vorstellen, aber versuchen wir es einfach mal. Ne. So, jetzt steht hier Item und so weiter. Place Result war es ja mal gewesen, weil es vorher ein Entity war. Und dann schauen wir uns jetzt hier noch mal die Render Layer durch, ob es noch ein paar andere gibt, die ich ausprobieren kann. Hier ist dekorativ, das funktioniert nicht, Objekt funktioniert nicht und Objekt funktioniert nicht. Hier gibt es jetzt noch eine andere Entity, die ich probieren könnte, die aber wahrscheinlich nicht funktionieren wird, weil das vorige dekorativ hebt ja praktisch die Kollisionsprüfung auf. Und damit war das möglich, diese unterhalb zu setzen. Also unter Objekte nur deshalb hat das so halbwegs funktioniert. Und bei den Lampen kann ich noch mal gucken, war das anders? Naja, geht nicht so. So, und dann wäre noch die Möglichkeit, aber ihr seht hier, die hat eine Kollisionsbox. Und sobald hier eine Kollisionsbox im Spiel ist, sieht das schlecht aus. Es gibt bestimmt eine Möglichkeit, das wieder herzustellen.
muss ich aber erstmal hier durchsuchen und das wird eine Weile dauern. Und wir schauen mal zu den Lampen. Das sind die hier. Das ist die Bodenlampe, Neotix. Ja, das sind die Lampen. Und hier habe ich nur die Kollisionsbox einfach ausgeschalten gehabt. Mit dem Effekt, dass es funktioniert hat, und hatte die auch anfänglich in den Ghost Layer verschoben. Damit konnte man die auf dem Wasser bauen. Allerdings eben dadurch nicht durch die Roboter baubar. Was mit dem Entfernen von dem wieder funktioniert hat. Das wäre dann die einzige Möglichkeit, wenn ich dann den Lampentyp hier wieder missbrauche, um die Grundflur oder die Sachen dort zu setzen. Das bedeutet natürlich, der Prototyp, das seht ihr hier, ist ein bisschen umfangreicher als der aktuelle. Und das bedeutet auch ein wenig Arbeit, die alle so zu ändern. Wir werden aber, ich werde mal noch den einzigen hier probieren. Simpel. Wir werden mal noch den hier ausprobieren, versuchen, ob der geht. Aber hier, wenn ich das schon wieder sehe mit Loot und Autoplace, dann könnte das ein bisschen aufwendig sein. Wir gucken mal. Ja, also optimiert ist es die Sache, bloß dass es ein bisschen mehr geht. So, mache ich das jetzt am besten? Am besten deaktivieren wir mal alles. Ja, das tut mir leid für eure Bauwerke, die ihr da vielleicht damit gebaut habt. Aber da kann ich nicht viel machen. Es hat halt vorher funktioniert und jetzt geht es nicht mehr. Das bringt so Updates mit sich. Vielleicht hat ja einer von euch da eine gute Idee. Aber ich denke mal, hier muss auch der Autoplace und der ganze andere Rotz ausgefüllt werden. Naja, schauen wir mal. So. Ja, und so kämpft man sich halt langsam aber sicher durch die ganzen Sachen durch. Ich habe geändert, das zeige ich dann gleich, und ich hoffe auch, dass das funktioniert. Ja, die ganzen Züge halt, die sind halt jetzt angepasst, so dass die wieder funktionieren und sollten jetzt auch mit den korrekten Abständen von den Vanilla-Zügen sein. Also ist jetzt diese weiße Anzeige sollte für alle Lokomotiven und 4x4 Sachen gleich sein. Und die Abstände, also könnt ihr jetzt problemlos Züge mischen. Will ich damit sagen. So, Selection Box brauchen wir noch und dann brauchen wir Bilder und den Selection Box ist hier. Die Kollisionsbox kann ich ja nicht nutzen. Das lokalisiert meine. So, das kommt auch weg. Und Loot. Mining Sound, ja, von mir aus Render Layer Objekt. Das mache ich mal zu Floor. Resistenzen ist auch Quatsch.
Und dann fehlt nur noch die Bilder. Pictures. So. Sieht ganz gut aus. Testen wir. Das Schlimmste, was passieren kann, ist ja ein Absturz. Aber in die. Und dann seht ihr hier, die Quelle soll das Rezept sein. Und ist aber hier. Also ich glaube eigentlich nicht, dass das Rezept die Quelle ist. Sondern das ist hier eindeutig hier mal das als Entity gesehen wird. Place Result ist aber notwendig, sonst funktioniert das nicht. Sonst kann man das zwar bauen, aber das ist eben nur ein normales Item. Ja, so viel dazu. Also meine ersten Versuche, seht ihr hier, sind damit mal gescheitert. Deshalb werden wir jetzt das entfernen. Und die werden alle komplett beim nächsten Laden eures Spielstands dann entfernt. Dummerweise. Aber bevor jetzt ihr jetzt ewig baut und das ist trotzdem nur ein Fehler. Und dann stürzt das ab, macht ja auch keinen Sinn. Wieso ist jetzt wieder ein Fehler drin? Das kann überhaupt nicht sein. Energie. Oder es hat sich schon wieder was geändert in der Zwischenzeit. Ist überhaupt nichts geändert seit gestern. 28.04. Gestern ging es ja noch. 30.04. Mastercrafted habe ich geändert, das ist richtig. Und zwar habe ich da geändert, das mit den Drills. Das hat aber eigentlich funktioniert. In irgendeinem Rezept ist das mit dem Basement vielleicht noch drinne? Genau. Wahrscheinlich hier in so einer Lampe. In so einem Lampenrezept. Oder umgedreht. Na gut. Basement müssen wir nochmal starten. Gucken, welcher das ist. 5 wahrscheinlich. 5x5D. Okay. 5x5D. 10D. Naja.
Und dann das, dann kann man hier, zum Glück kann man hier dann komplett alle Dateien durchsuchen im Dingens. Und dann gucken wir mal, was hier rauskommt. Basements und Electric hier. Wie gesagt, ich habe das, wie man sieht, in einem Rezept verwendet und dadurch wirft es das jetzt auch raus. Was ja bedeuten könnte, dass das hier mit diesen Dings vielleicht doch funktioniert. 5a. Naja, wie gesagt, das probiere ich mal in Ruhe aus und dann fällt das hier weg. Dann machen wir hier auch 8 Structure-Elemente hin. Ja, so ist das mit dieser Balancierung oder Ausbalancierung des Spiels. Na, so schnell geht das. Da ist nichts, weil irgendwas nicht funktioniert und einem dann den Strich durch die Rechnung macht. Gut. Jetzt kommen wir aber trotzdem mal zu den Sachen, die funktionieren und weniger und mehr erfreulich sind, hoffentlich, als das, was wir jetzt gerade eben die ganze Zeit gesehen haben. Da gibt es schon wieder ein Update. Was wahrscheinlich. Muss ich dann mal sehen, ob es das jetzt mal anzeigt zur Abwechslung, was geändert worden ist. Oder auch nicht. Das sind meine Finger, die hier geknackt haben. So. Hatte ich ja vorher keine Crashs in dem Sinne, sondern alle anderen Sachen her, sag ich mal, und deshalb. So, und hier seht ihr schon, dass ich hier am Experimentieren bin, meine schönen Basements alle weg. Und hier seht ihr auch, dass bei dieser Locke, also ich habe gestern hier experimentiert, oh Gott, das war knapp, die Locke ist gut. Habe ich hier experimentiert mit den automatischen Füllen und ihr seht ja hier, dass das nur bei manchen Lokomotiven funktioniert hat. Bei dieser blauen hier zum Beispiel und bei dieser grünen, wenn die automatisch gestoppt haben. Und deshalb habe ich jetzt alles angepasst hier, die Lokomotiven, das seht ihr auch hier, an den Selektionsboxen, dass das wirklich geht und dass der gefüllt ist, hat einen anderen Grund, der ist vorher mal gefahren, ein Stück. Und deshalb hoffe ich mal jetzt, dass das geht. Na, es geht trotzdem, so wie es aussieht, nie. Aber ich habe auch da, weiß jetzt auch nicht so richtig, warum oder warum das manchmal geht und manchmal nicht geht. Naja. Also an der Ausrichtung von den Lokomotiven sollte es nicht liegen, weil die jetzt genau denselben Stand haben wie die Vanilla-Lokomotiven. Ja, also hier funktioniert es nicht. Und man sieht das auch hier, dass das nur ein Hauch Offset ist von den Frames her. Aber wie gesagt, fragt mich nie, warum das nie geht. Und bei manchen eben geht. Ich versuche das aber noch zu lösen. Hier geht's. Ne? Die Lokomotiven sind jetzt absolut gleich. Die Signale stehen ja eigentlich auch theoretisch an derselben Stelle. Und man sieht es auch hier, dass die
dass die Ausrichtung der Sachen auf demselben Level sind. Aber hier ist der Punkt grün und hier ist er rot. Tja. Und hier ist verbunden, hier ist es rot, hier ist es auch rot, hier ist es grün, hier ist es auch grün, hier unten. Vielleicht sind die Waggons verkehrt rum dran oder naja. Also ich schätze mal, einige von euch oder die meisten von euch werden da auch auf dummerweise auf dem alten System mit den Sachen vom Laden bleiben. Also mit Kanistern oder so, vielleicht muss es auch erst leergeräumt werden hier wieder. Keine Ahnung. Ich musste hier die Wand wegreißen, weil ja die Pumpen jetzt ein bisschen anders sind und ein bisschen länger sind. Und deshalb habe ich jetzt hier die Mauer weggerissen und habe hier die Pumpen hingesetzt. Die kommt aber dann natürlich wieder hin. Aber wie gesagt, ich kann mir jetzt echt nicht erklären, warum hier die Start- und Stopp-Punkte unterschiedlich sind, denn ich habe die Sachen genauso ausgerichtet wie die Vanilla-Lokomotiven. Ja, wenn ihr das dann auch ausprobiert, dann könnt ihr mir mal sagen, welche Lokomotiven das sind und welche vielleicht nicht, sodass ich das dann noch eventuell beheben kann, obwohl ich aktuell noch nicht weiß wie, aber naja, da findet man dann schon eine Lösung. So, vielleicht funktioniert es auch später. Ja, stromtechnisch ist alles gut. Die Forschung läuft hier. Na, die haben jetzt eigentlich alle das Moment. Was macht der hier? Parken zentral. Machen wir auf manuell. So, und die. Ja, ich habe auch eigentlich die Waggons behoben und auf die Größe von den Abstand von Vanilla geändert und natürlich sieht das jetzt scheiße aus. Das hätte ich vielleicht doch mal lieber lassen sollen. Zumal die eine Lok halt weiterfährt als die andere. Trotz selber Selection Box und Sache. Na gut. Hier muss ich, gucke ich da noch mal rein, was da hier los ist, wieso das jetzt halt so doof ist. Naja, das sind so die Sachen. Gut. Kohle ist gleich durch. Kohle Liquid Dings da, ja, das reiße ich mal noch nie weg, aber in einer der nächsten Folgen kann man sich das dann schon wegdenken. So, Kohle, Kohle, Kohle. Können wir jetzt also verflüssigen? Dann fällt vielleicht dieses Setup weg, aber das werden wir jetzt gleich ausprobieren. So, Kohle. Und hier brauchen wir Schweröl dazu und zum Starten. Und das greifen wir uns mal hier ab kurz. Und Wasser. So, naja, nehmen wir die Rohre, gerade keine anderen.
Genau, so in etwa, ne? Erstmal ja, herausfinden, wie das funktioniert. Und Wasser, habe ich vielleicht noch einen Wassergenerator. Ansonsten tut es auch die Pumpe hier. Und ein Motor habe ich bestimmt auch irgendwo noch rumliegen. Und wenn nicht, dann können wir schnell einbauen. Und dann brauchen wir natürlich noch Kohle. Und um das Ganze jetzt zu testen, werden wir das Ganze so kickstarten. Mit am besten, sag ich mal, ein bisschen einem Maß an Unicomp. Und dazu brauchen wir natürlich noch einen Zimota. Also mehrere dann, aber der erzeugt die nötige Kohle. Und so. Und so. Und jetzt haben wir ein bisschen Wasser. Und schon geht's los. Lassen wir das mal ganz kurz hier gucken, wie weit wir hier kommen. So dass sich die Rohre hier gefüllt haben. Hier passt da nicht so viel rein. Na doch, jetzt durch die Änderung von dem Mod passt da schon ein bisschen mehr rein. Und wir haben das 46 drinne. 46 und für den Prozess benötigt werden 35. Dann trenne ich das mal hier wieder. Habe ich natürlich jetzt das Ganze weggeworfen. Davon das nochmal weg. Ja, jetzt sind 100 im Ausgang. Das sollte auch reichen. Und lupen das hier rum. So, okay. Also das sollte jetzt 35 und 25 werden gebraucht, das ist plus 10 und der Rest Kohle. So, und nun brauchen wir ja hier unser Unicom mit der ganzen Kohle und so weiter. Und da kommen die zwei anderen ins Spiel. Die zwei anderen. Sage ich mal vielleicht. So, es war jetzt nicht das schönste Setup, aber. Es geht ja erstmal nur darum, jetzt das zu testen. Und ansonsten wäre das natürlich ein ganz schönes Cheat-System. Da muss ich mir dann was einfallen lassen. Und im Endeffekt ist das ja dann schlimmer, als ich alles mit meinem PFW-Mod mal gemacht habe. Ja, die schöne Lokomotive. Ja. So, und wahrscheinlich geht hier sogar noch Efficiency. Das macht das Ganze noch abstrakter. Also hier jetzt das perfekte Cheat-Setup. Wir haben mit 20 gestartet. Ja, das ist jetzt durch nichts mehr zu toppen. Können wir noch ein bisschen Energie reduzieren. Das ist mit Sicherheit leistungsfähiger oder sogar als diese ganze Anlage hier.
Und der Überfluss kann, wir hätten jetzt ja schon genug. Achso, wir müssen aufpassen, dass irgendwann ist wahrscheinlich auch mal, ja, kommt das System vielleicht sogar zum Stehen, weil zu viel Schweröl in der Leitung ist. Das muss auch noch abgeführt werden. Aber das lässt sich ja dann vielleicht extra wegsplitten. Da könnte man dann mit dem Flohträger, der vielleicht noch funktioniert, das können wir mal probieren. So. Hier. Der Flohträger, der kommt, sag ich mal, den bauen wir, das muss hier rein. Genau. Und wenn der, sag ich mal, größer als 100 ist, dann pumpt er einfach mal ein Stück weg und damit hätte der dann ja immer noch hier, wir sind sogar schon zu langsam hier in der Nachproduktion. So viel Petroleumgas kommt hier raus. Brauchen wir schon jetzt zwei. Naja, gut. Das wollte ich jetzt mal ausprobieren und wie man sieht, das funktioniert. Sind sie. So und noch ein paar gelbe. Okay. Ja, und jetzt ist hier der Ausgang voll und bedeutet hier, wir brauchen eine kleine Pumpe. Von denen ich keine habe und auch wieder keine fahren kann. Mal sehen, da werden wir mal einen Motor anfordern. Mal sehen, ob ich einen kriege. Und dann, tja, ach so, ja, und dann können wir das natürlich auch ganz normal entsorgen. In der Sache hier. Also Pumpe, brauche jetzt ein bisschen mehr Platz. Kommt hier hin. So, und habe ich keine Förderbänder mehr. Dann probieren wir mal, ob ich die Pumpe irgendwo noch herumliegen habe. Und ansonsten kann ich ja gleich dann mal hochgehen und gucken, was los ist. Ich werde mal hochgehen, gucken, was los ist. So. Ja, hier mit dem, wie gesagt, bei den Lichtern funktioniert das noch, aber eben weil es eben so außerhalb gesetzt ist, die anderen Basements, wie gesagt, muss ich erst sehen, ob ich da noch was retten kann. Ansonsten, ja, sind sie halt weg. Das ist manchmal so mit Sachen, dass die eben nur sich ändern.
kommt er. Auch kommt mir das so vor, als ob die Roboter wieder langsamer sind. Ein wenig. Ja, ich würde sagen, die fliegen langsamer. Aber entweder liegt es daran, dass ich das nicht erforscht habe, oder die Geschwindigkeit ist vielleicht ein bisschen reduziert worden. Also kommt mir zumindest so vor. Aber naja, ich kann mich da auch täuschen. So. Und hier pumpen wir ab, wenn es größer als 80 ist, würde ich vielleicht sagen. Das haben wir jetzt hier 90, 100. Ja. Also wenn das Öl ist, hoffentlich noch hier, jetzt hier, größer als 90. Das ist 100. Das ist grün hier. Das sollte also jetzt so einen Impuls geben. So, genau, rot, also hier rot, und damit müssten wir auch immer genug hier drinne haben, um das am Laufen zu halten. Ich weiß gar nicht, vielleicht kann man sogar, vielleicht braucht man den was ich jetzt hier gemacht habe, gar nicht mehr, weil man direkt an die Rohre kann man noch nichts anschließen. Nee. Gut, also ich habe jetzt gerade gedacht, mein Flowtrigger hier ist auch jetzt umsonst und kann weg, aber es sieht noch so aus, als ob er noch sinnvoll ist, und man kann sogar hier drehen die Anschlüsse. Achso, das sind die der originale, mein Anschluss ist ja hier oben, die zwei Punkte Pins, oder? Na gut, das ist alles ein bisschen offset. So, ja, und wir haben jetzt so viel Unicomp hier, dass wir gar nicht mehr wissen, wohin damit. Ja, das war es eigentlich schon in der Folge. Ich wollte das probieren mit den Zügen hier. Das ist halt wirklich jetzt richtig doof. Jetzt kann ich trotzdem mal sehen, wie das mit einer Vanilla-Lok aussieht. Weil ich kann mir gar nicht vorstellen, dass ich so mit den Waggons daneben liege. Oder daneben gelegen habe, denn eigentlich ist das komisch. Nee, falsch. So. Auch mit den Waggons. Selection Shift Sache. Komisch, echt komisch. Zum Beispiel die, na gut, doch die Lok ist die einzige, die ich nie habe, die ich jetzt so gelassen habe auf dem alten Stand. Aber auch die Waggons hier, dass die so eng zusammen sind, ist eigentlich auch nicht richtig. Sei denn, die Vanille-Loks sind kleiner, aber sind sie nicht. Und die sind eher größer. Noch hier von der Grafik her. Und die Waggons mit Sicherheit auch. Ne? Die Waggons sind auch größer.
Deshalb sollte eigentlich, wenn man dieselben Parameter nimmt als Abstand, sollte das ja eigentlich ja, auf dem eigentlich Abstand haben. Das ist mir jetzt echt ein bisschen schleierhaft an der Sache. Kann ich nehmen, was ich will. Prototyps, wir könnten höchstens noch mal die orangene Lok nehmen. Das ist die oben gewesen. Die ist hier drinnen. Und dann hatte ich ja oben die grüne nebeneinander. So. Und die grüne hat jetzt hier diese Werte. Und das müssen wir noch sich genauer angucken. Das sind die Vanilla-Waggons und hier ist Vanilla-Zug. 2,63 Distanz 3,4. Tja. Vertikal Shift 0,5. Ne? Und das ist eben das Letzte, was mich da irritiert, dass es bei der einen Lok funktioniert und bei der anderen nicht. Wenn man jetzt hier sieht, grün ist jetzt alles dasselbe, grün und orange Lok. Und bei der einen Lokomotive funktioniert es. Und bei der anderen nicht. 3, 4. 3, 4. Ja. Und dasselbe eben für die Waggons. Na gut, okay. Das war's. Ich werde dann noch ein bisschen nachgucken. Wieder in Betrieb nehmen. Und ja, Basements erstmal weg. Und ich werde auch die, ach so, ja, völlig durcheinander hier, ich. Und zwar habe ich das, was im Forum stand, behoben, aber noch nicht so sehr ausprobiert. Und zwar Mining Drills hier kann man jetzt hier anschließen. Ne? Ganz normal, und zwar alle drei. Ich habe aber jetzt die Flüssigkeit ist noch dieselbe mit abbauen. Und auch, also auch das Gebiet korrigiert. Hier seht ihr was rum. Aber es gibt eine Möglichkeit, Toxic Dust zu erzeugen. Direkt in Yoki. Und zwar mit den Washern. Aber das probiere ich mal in einer anderen Folge aus. Also nicht direkt, sondern indirekt als Abfallprodukt. Aber da kommt jede Menge Toxic Dust raus mit. Und damit kann man ja Sulfuric Acid erstellen. Und dann gibt es ja noch hier die Viecher, die theoretisch mal Sulfuric Acid produziert haben. Aber wahrscheinlich, ach hier, dieses Tier produziert 18 davon. Also selbst wenn man da so ein bisschen knapp dran ist, könnte man damit hier noch seinen Bedarf aufstocken. So. War jetzt dann noch irgendwas? Ne, das war's also. Also dann tschüss und schönen Sonntag noch.